Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Sexskandale, die auf der sexuellen Apartheid beruhen. Wochen wurde über einen Sexskandal in Peshawar gesprochen, der von der von den Fundamentalisten so hochgelobten Apartheid der Geschlechter herrührt. 395. Lehrer, männliche Reinigungskräfte der Schule, Hausmeister, Hotelbesitzer und Schüler waren daran beteiligt. 396. Es ging um den jahrelangen sexuellen Missbrauch von Jungen. 397. Lehrer erpressten die Schüler mit schlechten Noten. 398. Eine schlechte Note konnten sie verbessern, indem sie mit dem Lehrer oder anderen Männern in kleinen Hotels in der Nähe der Schule Geschlechtsverkehr hatten. 399. Weil die Besitzer der kleinen Hotels keinen Ärger mit der Polizei wollten, weigerten sie sich, Mädchen zu den Kunden zu schicken. 400. Die Lehrer ließen die Jungen von den Hausmeistern der Schule zu den Hotels bringen. 401. Wenn sie zurückkamen, wurde ihre Note nach oben korrigiert und der Lehrer teilte den Gewinn aus der Prost mit dem Hotelbesitzer. 402. Manchmal kam der Kunde in die Schule. 403. Dann holte der Hausmeister einen Jungen aus dem Unterricht, brachte das Paar auf den Dachboden und stand Schmiere. 404. Der Skandal kam ans Licht, als einem Lokalberichterstatter auffiel, dass sich sein kleiner Neffe merkwürdig benahm und Angst hatte, in die Schule zu gehen. 405. Er ging der Sache nach und publizierte die Geschichte in einer Zeitung in Peshawar. 406. Der Bericht wurde sofort in der landesweiten Presse nachgedruckt. 407. Obwohl es in allen pakistanischen Zeitungen und Zeitschriften zu lesen war und in allen Fernsehsendern ausgestrahlt wurde, die Sache wurde wie immer unter den Teppich gekehrt. 408. Genau wie bei sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen oder Missbrauch von Mädchen müssen vier Männer, Muslime von untadeligem Ruf, zusammengetrommelt werden können, die Augenzeugen des sexuellen Verkehrs der Männer mit den Jungen waren. 409. Ein Mitglied der Kommission für Gesundheitswesen sagt im Parlament, Missbrauch von Jungen komme auf so gut wie allen Grund- und höheren Schulen in Peshawar vor. 410. Der Bildungsminister erklärte später, er könne nicht mehr tun, als einige der Lehrer, die am Missbrauch der Jungen beteiligt waren, an eine andere Schule zu versetzen. 411. Dem Direktor von Save the Children zufolge läuft die Sache folgendermaßen ab. In den Hotels liegen Alben mit Schulfotos der Jungen, aus denen die Kunden auswählen können. 412. Dann wird ein Botenjunge zur Schule geschickt und der Lehrer holt den Jungen aus dem Unterricht. 413. Dies geschieht häufig tagsüber. Und wenn ein Junge später am Tag noch gebraucht wird, sagt man den Eltern, er habe nachsitzen müssen oder sei beim Cricket-Training gewesen. Ältere Jungen versuchen, die jüngeren Knaben mit Vergewaltigungen zu dominieren und zu erpressen. 414. Später führen die Älteren die Kleineren bei den Lehrern und den Hotels ein und zeigen ihnen, wie sie sich lieb Kind machen oder ihre Note verbessern können. 415. Südlich von Peshawar liegt ein Gebiet, wo es ein Brauch der reichen Grundbesitzer ist, sich Jungen als Mätressen zu halten.
416, 417. Auch wenn die Grundbesitzer verheiratet sind und Kinder haben, gehören die Jungen als eine Art sexueller Page zu ihrer Entourage. 418. Sie bekommen schöne Kleider, werden mit Blumenkränzen behängt und dürfen immer ganz in der Nähe ihres Herrn sitzen. 419. Manchmal erhalten sie Geld, manchmal wird ihnen ein teures Geschenk zugeschoben. Und für die Familie des Knaben wird gut gesorgt. 420. Diese bekommt Mehl, Zucker, Tee und in manchen Fällen wird das Schulgeld für einen jüngeren Bruder bezahlt. 421. Und wenn der kleine Freund zu alt geworden ist, nicht mehr hübsch und frisch, dann wird er nicht auf die Straße gesetzt, sondern sein restliches Leben von seinem früheren Herrn unterhalten, für den er dann allerlei Aufträge erledigen muss. 422. Sexuelle Kontakte zwischen Jungen und Männern und Jungen untereinander. 423. Sind nicht nur eine Gewohnheit, sondern sozial akzeptiert. 424, 425. In den Gebieten der Paschtunen ist es eine Frage des Stolzes und der Macht, der aktive, der männliche Partner in einer homosexuellen Beziehung zu sein. 426. Wie häufig es auch vorkommt und wie stolz die Männer auf ihre Konkubinen auch sind. Es ist doch sehr schwer, mit ihnen darüber zu reden. 427. Sollte es doch zu Gesprächen kommen, sind Begründungen zu hören wie: junge Knaben machen einen richtig gehend süchtig. 428. Es ist die einzige Möglichkeit, in der langweiligen, abstumpfenden Gesellschaft, in der wir leben müssen, noch ein bisschen Spaß zu haben. 429. Oder der einzige Sex, den man noch wirklich genießen kann, ist Sex mit Jungs. 430. 431. Alle sind sich darüber einig, dass Geschlechtsverkehr mit Jungen sicher sei. Sie werden nicht schwanger und man bekommt keinen Ärger mit der Familie, weil man sie angefasst hat. 432, 433. Von Mädchen sollte man besser die Finger lassen. 434. Pädophilie, Knabenbrust, Knabenkonkubinat, Homosexualität. Verboten im Islam, natürlich, wie es in allen Offenbarungsreligionen verboten ist. 435. Aber er kommt doch vor, der Geschlechtsverkehr mit Jungen, und zwar in großem Maßstab. 436. Gerade durch die Apartheid der Geschlechter, durch den Ehrbegriff der Männer, der an die Jungfräulichkeit und Sittsamkeit ihrer Frauen gebunden ist, und durch den Konkurrenzkampf zwischen Männern und Jungen darum, wer die meisten Erektionen pro Tag hat und am häufigsten einen Orgasmus hat, denken Männer und Jungen den ganzen Tag an Sex. 437. Sex ist die nationale Zwangsvorstellung. 438. Der einzige Sex, an den man problemlos herankommt, ist derjenige mit Jungen. 439. Sex ohne Risiken, so denken Männer in Pakistan. 440. Kein Getue mit Jungfernhäutchen, keine unerwünschten Schwangerschaften, keine Familienehre, die verletzt wird und wegen der gekämpft werden muss, kein Karokari, kein Theater wegen Vergewaltigungen. 441.
Die Vorteile von Sex mit Knaben in einer Gesellschaft der Apartheid der Geschlechter lassen sich gar nicht alle aufzählen. So viele sind es. 442. Kondome werden nicht benutzt. 443. Syphilis und AIDS verbreiten sich in rasendem Tempo. 444. Aber auch in einer Welt der Apartheid der Geschlechter, 445, wo Geschlechtsverkehr mit Jungen, 446, normal ist, Vergewaltigungen von Jungen in großem Maßstab in Gefängnissen, 447, stattfinden, wo nicht einmal 10 Jahre alte Jungen zusammen mit erwachsenen Verbrechern in Baracken eingesperrt, 448 werden die unverbesserlichsten Knabenvergewaltiger Polizisten, 449 sind, und der Ehrbegriff der Männer, der an die Jungfräulichkeit und Sittsamkeit ihrer Frauen gebunden ist, 450, gibt es Viertel wie das exotische Shahi Mohalla in der Altstadt von Lahore, die genau wie das Amsterdamer Rotlichtviertel de Wallen mit weiblichen Prostituierten und deren Zuhältern voll sind. 451, 452. Der Beruf des Freudenmädchens wird von der Mutter auf die Tochter vererbt. 453. In der muslimischen Welt gab es aber noch mehr, wie zum Beispiel diese Zustände, wenn Sunniten Schiiten in die Luft jagten oder Schiiten Sunniten angriffen. 454, 455. Hinter dem Bombardieren von Moscheen und den Angriffen der Selbstmordterroristen auf Mitglieder einer anderen muslimischen Gruppierung steckten, so der Minister, ausländische Elemente. Denn Muslime ermorden sich nicht gegenseitig. Sie verüben keine terroristischen Anschläge aufeinander. 456. Die Anzahl der Opfer des Sektierertums während der Amtszeit des Ministers ist höher als je zuvor. 457. Die islamistische Geistlichkeit hat er über die Sittengesetze Pakistans gestellt. 458. Im Grunde hat er gesagt, macht mit euren Schülern, wozu ihr Lust habt, wenn ihr nur dafür sorgt, dass nichts davon nach außen dringt. 459. Doch sogar der Sohn Zia-ul-Haqs kann die Sex-Skandale in den Madrasas nicht aus den Zeitungen heraushalten. 460. Im Juni 2004 kam ein 5-jähriger Junge namens Talha nach dem Koranunterricht nicht nach Hause. 461. Das Ganze geschah in Lahore. 462. Seine Mutter machte sich auf die Suche und kam in die Moschee, wo das Kind angefangen hatte, den Koran auswendig zu lernen. 463. In einer dunklen Ecke des Gebäudes fand sie Talha, blutend und bewusstlos. 464. Sie wollte bei der Polizei Anzeige erstatten, aber die Geistlichen der Moschee sagten, sie solle es sein lassen. Sie seien von der Al-Qaida und diese wisse gut, was man mit Lügnern wie Talhas Mutter zu tun hätte. 465. Die Mutter, eine Witwe, erstattete keine Anzeige. 466. Ähnlich unter Druck gesetzt werden auch schon kleine Kinder. 467. Sanam, ein 9-jähriges Mädchen aus einem Dorf in der Nähe von Sukkur, musste an einem Tag im Februar 2004 nachsitzen.
468. Der Madrasa-Lehrer sagte, dass sie mit ihm in sein Haus gehen müsse. 469. Sie sei seine Frau, sagte er. 470. Das Mädchen flüchtete zu ihren Eltern. Der Koranlehrer hinter ihr her. 471. Aber die Geschichte stellte sich als wahr heraus. 472. Der Geistliche hatte Sanams Vater, der ein bettelarmer Mann war und weder lesen noch schreiben konnte, am Tag davor ein Papier unterzeichnen lassen. 473. Es sei ein Brief mit einer Bitte um Almosen. 474. Der Vater unterschrieb. 475. Aber damit hatte er seine kleine Tochter an den Mann verheiratet, denn es handelte sich um einen Ehevertrag. 476. Der Vater wollte seine Tochter bei sich behalten, aber es war nichts mehr zu machen. 477. Am selben Abend noch rief der Geistliche einen Rat der Dorfältesten zusammen, welcher ihm Recht gab. Sanam hatte bereits ihre Periode und war deshalb im heiratsfähigen Alter. 478. Und der Ehevertrag war von ihrem Vater unterschrieben worden. Also war alles den Regeln entsprechend abgelaufen. 479. Im September 2002 schnitt ein Koranlehrer einem seiner Schüler die Zunge ab. 480. Der Junge war 18 Jahre alt und jahrelang von seinem Lehrer missbraucht worden. 481. Irgendwann wurde es ihm zu viel und er weigerte sich, noch länger sexuell zur Verfügung zu stehen. 482. Sein Koranlehrer wurde daraufhin so wütend, dass er ihn überwältigte und ihm mit einem Messer die Zunge abschnitt. 483. Ähnliche Fälle wie die letztgenannten Ereignisse scheint es in der muslimischen Welt sehr viele zu geben. 484. Die übliche Strafe, die Kinder in Madrasas bekommen, wenn sie ihre Lektionen nicht gut lernen, vor Müdigkeit einnicken oder sonst in den Augen des Lehrers irgendwas falsch machen, besteht in Stockschlägen oder stundenlangem Sitzen in der Hocke mit hinter den Knien verschränkten Händen. 485. Was in Pakistan ebenfalls jeder weiß, worüber aber nur selten geschrieben wird, ist, dass die kleinen Jungen, die in den fröhlich bemalten pakistanischen Lastwagen mitfahren, de facto die Konkubinen der Fahrer sind. 486. Die Jungen sind dazu da, beim Ausladen zu helfen, den Lastwagen sauber zu machen, Tee und Essen für die Fahrer zu holen und den Beruf des Lastwagenfahrers zu erlernen. 487. Aber wozu sie vor allem dienen, ist Sex. 488. Auch dieser Knabensex ist eine Folge der sexuellen Apartheid, der Burda. 489. Die Fahrer sind monatelang von ihren Familien und von ihren Ehefrauen getrennt und müssen trotzdem sexuell zum Zug kommen. 490. Sie gehen lieber nicht zu den Huren, da diese Geldkosten und Geschlechtskrankheiten verbreiten. 491. Die kleinen Jungen sind gratis. 492. Sie kosten nicht mehr als ein bisschen Tee und Brot und bekommen überdies eine Ausbildung zum Lastwagenfahrer.
493. Alle Tracker in Pakistan haben auf diese Weise angefangen. 494. Währenddessen protestieren sogar muslimische Frauen gegen Frauen, die Hudud-Gesetze abschaffen wollen. 495, 496. Die Hudud-Gesetze stellen die Regeln Allahs dar. 497. Und würden die Ehre und Würde der Frau. 498. In dieser Gesellschaft schützen. 499. Die Hudud-Gesetze kommen von Allah und wir Menschen dürfen sie nicht verändern. 500. Sie stärken die Familienbande und die Familie ist der Grundpfeiler der Gesellschaft. 501. Die Hudud-Gesetze sind die einzige Garantie, dass zwischen Männern und Frauen kein gesellschaftlicher Verkehr stattfinden kann. 502. Das behauptet Dr. Samia Rahil Hussain und fährt fort. 503. Wir weisen die Männer und Frauen, die Hudud-Gesetze abschaffen wollen, darauf hin, dass Pakistan das Land der Muslime ist. Und wir die Anhänger des heiligen Propheten sind. Und wir jeden, der es wagt, die Gesetze Allahs zu verändern, eine Lektion erteilen werden. 504. Ein zusätzliches Unterhaltungselement, mit dem sich nach diesem Beitrag der Kopf vielleicht wieder frei bekommen lässt, an dem hoffentlich niemand etwas auszusetzen hat, außer vielleicht ein paar Veganer, befindet sich im Anhang Musikproduktionen unter Punkt 6, Butterbrotstulle. Dazu zählen die Unterpunkte 6.1, Carsten Todd, Butterbrotstulle, Dollheads, Ivan Shaw und 6.2, Carsten Todd, Butterbrotstulle, Turbo Tornado, Admiral Bob. Anhang Musikproduktionen. Punkt 6. Butterbrotstulle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 6.1. Carsten Todd. Butterbrotstulle. Dollheads. Ivan Shaw. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel Dollheads. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle. Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt wolle. Du bist so frisch und elegant, ich nehme dich so gerne in die Hand. Du bist im Moment alles für mich, was wäre ich nur ohne dich? Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle.
Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du machst mich satt mit deiner Liebe, du bist alles, befriedigst meine Triebe. Du bist das einzig Wahre für mich. Du bist meine Butterbrotstulle. Ich liebe dich. Du bist die Butterbrotstulle. Du bist mir nicht ganz Schnulle. Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Gibst mir mehr, als mir jeder andere geben kann. Ich will nur noch bei dir sein und denke, oh Mann. Du bist alles, was für mich noch zählt. Meine Zukunft wird nur durch dich erlebt. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter, Butter, Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt wolle. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Ich vergesse nie, wie zärtlich du zu mir bist, wie geschmackvoll du in deiner Seele bist. Ich liebe dich so, ich könnte dich fast fressen, Biss für Biss, ich werde dich nie vergessen. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter, Butter, Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt wolle.